Hier ist ein weiterer Stand im Projekt Biene 4.0. Und als erstes, bevor wir hier bei dem Stand eine Durchsicht machen, versuche ich erst einmal eine Tonaufnahme zu fertigen oder zu Vergleichszwecken dann nehmen. Ich habe schon länger nicht mehr in dieses Volk hineingeschaut. Ich bin gespannt, wie sich das so in den letzten Wochen hier entwickelt hat. Damit die Bienen nicht so auffliegen, bekommen die ein bisschen Rauch. Ordentlich Betrieb drin. Abdeckfolie ist auch schon gut verbaut. Schauen wir uns auch als erstes mal das Soundgeschehen hier in dieser Beute an. Erstmal, erste Aufnahme, obere Zarge. Das wird im Wesentlichen noch alles Honig, sprich Futtersaat. Spaß von hier aus an dem Mikrofon. So, hier muss ich nicht viel tun. Hier werde ich nur mal testweise ein Rähmchen ziehen und zu schauen, ob meine Vermutung, dass das nur Futterwaben sind, richtig ist. Alles sehr stark propolisiert. Eigentlich kein schlechtes Zeichen, dass sie es machen. Ja, eine richtig schöne, dicke, fette. Und auch noch zu 3/4 voll eine gefüllte Honigwabe. Ich zeige die mal ein bisschen mehr so aus der Nähe. So sieht das dann aus. Da muss ich nicht viel dran tun. Das nehme ich jetzt einfach ab. Ich gehe mal davon aus, dass die Königin, wenn, dann weiter unten ist. Schauen wir dann die nächste Etage mal an. Ich mache es jetzt schon mal sauber, dann brauche ich die Bienen nicht gleich aufregen. Eieiei. Wir haben Langeweile gehabt und das hier sehr gut verkittet. Nicht, wenn ich das auseinandernehme. Ich schieße das erstmal weg. Mach's den hier dunkel. So, ich arbeite schnell, da muss ich auch auf die Luftzufuhr wohl nicht achten. Auch hier eine kurze Soundaufnahme. Exemplarisch eine, na, geh mal wieder rein. Exemplarisch eine Wabe raus. Und hier merkt man dann den Nachteil von Mini Plus mit mehreren Zargen. Es ist dann doch schon schwierig. Es ist schöner, wenn die alle in einer Ebene angeordnet sind.
das im vorigen Video gesehen haben. So, ich sehe hier ganz, ganz viele Rundmaden. Ich sehe verdeckelte schöne Brut. Ich sehe dazwischen eingestreut Drohnen, auch nicht ordentlich getrennt. So, ich ziehe exemplarisch jetzt noch eine weitere Wabe, stelle dann diese Zarge weg, nachdem ich sie sauber gemacht habe. Und gucke mir dann das unterste an, das ist eigentlich das Spannende. Was passiert fluglochnah? Na komm. Ja, das sieht aus, als würden sie bald schlüpfen. Auch hier sehe ich rund laufen, die rund sind. Da habe ich jetzt gerade ein paar Zellen verletzt. Ja, im Wesentlichen verdeckelte Brut. Ich habe das mal noch nichts gesehen, was unten nach Königin aussieht. So. Also oberste Zarge voll Futter, wie im Bilderbuch. Ich weiß nicht, ob man auf dem Video dann hier die Larven erkennt, die Runden, die hier drin sitzen. Ich probiere das mal und versuche nochmal ein Rämchen zu ziehen, hier vom Rand. Sauber machen wir es eh gleich. Das gleiche Spiel, also im Wesentlichen verdeckelt. Rundmaden, Stifte kann ich jetzt hier gerade nicht erkennen, Königin sehe ich auch nicht. Ja, das baue ich jetzt zusammen, stelle es auf die andere erstmal drauf, die ich so ein bisschen sauber gemacht habe. Die sind sehr unruhig, mögen gar nicht so richtig gerne, dass ich hier an denen arbeite. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil sie zu unruhig werden. Eine Soundaufnahme von unten würde ich ja gerne noch machen. So, hier ein ähnliches Bild. Alles voller Bienen. Also dieses Volk entwickelt sich sehr kräftig. Gerade schon noch einen kleinen Spechtschaden entdeckt. Den zeige ich dann gleich mal. Jetzt sind die Bienen natürlich unruhig. Das wird man dann auf den Soundaufnahmen auch hören. Jetzt mache ich mal eine Aufnahme. Ah, hier sind ganz volle Waben. Das soll genügen. Sehr stark verbaut. Und hier sind vor allen Dingen die Waben untereinander sehr stark mit Wachs zusammengebaut. Kriege ich wahrscheinlich jetzt gar nicht gut auseinander. Und sie sind sehr unruhig. Ich glaube, eine vollständige Durchsicht spare ich mir und den Bienen heute. Wir haben die Soundaufnahmen. Jetzt muss ich exemplarisch nochmal Rähmchen gucken, kriege ich gar nicht auseinander. Meine. Na, jetzt versuchen sie schon, mich durch die Jeans hier zu stechen. Die sind sehr unfriedlich. Ein schönes, kräftiges Volk, aber so eine unfriedliche Königin. Hier unten ist komischerweise auch Futter drin. Und ich sehe hier in diesem, auf dieser Wabe, keine Bruten, keine Stifte.
Leg das mal hier beiseite. Zieh mal ein weiteres. Doch, hier unten ist sehr viel Futter. Das ist seltsam. Das machen sie so normalerweise nicht. Eigentlich würde ich das andersrum anordnen wollen. Nee, hier ist nur eine volle Honigwabe. Ich würde fast sagen, das baue ich um. Das baue ich um. Ja, das baue ich um. Da hätte ich doch gerne die Brut lieber unten fluglochnah. Und den Honig. Das hoffe ich, dass das jetzt mal gut geht und dass die Königin zu Schaden kommt. Hier sieht man sehr schön, wie die hier unten schon durchhängen. Ja. Ja, hängen hier so durch. Also es wird langsam in dieser Kiste, auch mit drei Zargen wird es eng. Na komm rein. Ja. Wir sortieren das um, dann ist die Brut wieder unten. Das muss ich jetzt langsam und vorsichtig tun. Ja, das wird schwierig. Muss am Rand sitzen. Das ist der Nachteil von Beutensystemen, die einen Falz haben. Die Gefahr, dass man sich Bienen quetscht, die ist relativ hoch. Nicht das hinzukriegen, ohne also für Bienen zu quetschen. Ja, das sieht gut aus. So. Jetzt haben wir zumindest wieder die normale Schichtung. Unten die Brut. Hier halb gefüllte Honigwaben. Hier sehr gut gefüllte Honigwaben. Dann kann ich das Völkchen erstmal wieder zumachen. Also hier behaupte ich mal, diesem Volk geht es auch gut. Keine Spielnäpfchen gesehen, also noch keine Schwarmvorbereitung. Sollte ich vielleicht auch jetzt zu dieser Jahreszeit noch gar nicht wirklich erwarten. So, jetzt lasse ich erstmal wieder eine Weile in Ruhe. Hier an diesem Stand ist das das starke Volk. Mehr brauche ich jetzt auch gar nicht durchgucken. Ja, hier hat der Specht zugeschlagen, aber hat dann bei diesem starken Volk wohl sehr schnell wieder aufgehört. Zeig das mal. Da werde ich auch ein Brettchen draufkleben. Gut. Haben wir in 14 Minuten auch dieses Volk durchgesehen.